Unsere Exkursion auf dem Sinai führt uns von Sharm el-Sheikh in die Gebirgswüste der sagenumwobenen Halbinsel. Die gesamte Region wird im Alten Testament als Schauplatz biblischer Ereignisse dargestellt. Eine legendäre Rolle spielt dabei der Mosesberg. Gott soll auf dem Gipfel dem Moses die Gesetzestafeln überreicht haben. Unterhalb des Bergmassivs wurde das Katharinenkloster errichtet, in dessen Mauern der berühmte Dornbusch steht. Laut Bibel soll dieser Dornbusch lichterloh gebrannt haben, als Gott dem Moses erschien. Eine gut ausgebaute Straße führt durch die faszinierende Gebirgswelt des Sinai. Die atemberaubenden Schluchten und bizarren Felsformationen wurden von der Erosion in Jahrtausenden modelliert und geformt. Für die drei großen Offenbarungsreligionen Judentum, Christentum und Islam stellt der Sinai einen der wichtigen Schnittpunkte gemeinsamer Glaubensgeschichte dar. Nach wie vor gilt der Sinai als Pufferzone der Religionen. Straßensperren mit alten Benzinfässern und Passkontrollen sind keine Seltenheit. Die Straße schlängelt sich entlang der Bergzüge sanft auf und ab. Und plötzlich wird am Ende einer langen Geraden der Blick frei auf einen Talkessel, wo Moses und die Israeliten einst ihr Lager aufgeschlagen haben sollen, nahe des Berges, der heute Mosesberg heißt. In einem Beduinenlager stehen für uns Kamele bereit, mit denen wir uns auf die Spuren des Moses und der Israeliten begeben. Auf Geheiß Gottes führte Moses sein Volk aus ägyptischer Knechtschaft durch das Rote Meer ins geheiligte Land Kanaan, dem heutigen Palästina. Die Israeliten, laut Bibel etwa 600.000 Menschen, Kinder nicht mitgezählt, zogen 40 Jahre durch die Wüste und fanden keinen festen Siedlungsplatz. Immer wieder gab es Auseinandersetzungen mit anderen Volksstämmen. Während dieser langen, leidvollen Zeit wuchs eine neue, von Moses nach den Gesetzen Gottes erzogene Generation heran. Mit diesen Menschen gelang es schließlich, das gelobte Land Kanaan zu besiedeln. Aufgrund der Ereignisse, die sich hier in biblischer Zeit abspielten, hat der Sinai großen Anteil an der Religionsgeschichte des Christentums. Schon im Altertum lebten hier Eremiten in Askese und Abgeschiedenheit, um den biblischen Platz nahe zu sein. Eine Rast gibt uns Gelegenheit, das biblische Geschehen zu verinnerlichen. Der im Alten Testament erwähnte Auszug der Israeliten und die damit verbundene Offenbarung Gottes jedenfalls soll auf dem Sinai stattgefunden haben. Wir besteigen einen Bergpass, um das heilige Land auf uns wirken zu lassen. Diese legendäre Gebirgswüste ist so beeindruckend, dass wir in eine spirituelle Stimmung verfallen und unserer Fantasie freien Lauf lassen. Wie könnte eine Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai ausgesehen haben? Laut Bibelforschung gehört diese Gotterscheinung auf dem 2285 Meter hohen Dschebel Musa zu den ältesten Selbstmitteilungen Gottes an die Menschen. All das geschah auf dem Sinai. Gott, so heißt es in der Bibel, hat hier gesprochen. Dass wir mit der Sinai-Reise den Spuren des Alten Testaments folgen, war uns bewusst.
ob die Ereignisse tatsächlich so abliefen, wie sie in der Bibel geschildert werden, bleibt natürlich eine Glaubensfrage, die uns rätselhaft erscheint. Inmitten der fast vegetationslosen Landschaft finden wir noch eine absolute Ruhe vor, die aber auch beklemmend wirkt und Halluzinationen hervorrufen kann. Vielleicht hatten gerade deshalb die Religionsstifter dieser Erde ihre Eingebungen immer in solchen einsamen Gebieten. In diesem über weite Strecken unwirtlichen Land sind seit jeher die Beduinen beheimatet. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Tourismus, denn Pilger aus aller Welt wollen dem biblischen Ort nahe sein und den Mosesberg besteigen. Rastplätze laden zum Verweilen ein. Auch wir wollen morgen den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Berges erleben. Eine anstrengende Nacht steht vor uns, denn der Aufstieg kann 3 bis 4 Stunden dauern. Mit Taschenlampen ausgerüstet und bei wenigen Grad über Null beginnen wir um 1.30 Uhr den schwierigen und strapaziösen Fußmarsch. Das Filmen in der Nacht ist mit unserer Kameratechnik leider nicht möglich. Wir haben unser Ziel erreicht, Sonnenaufgang auf dem Mosesberg. Es ist windstill, aber bitterkalt. Langsam überfluten die wärmenden Sonnenstrahlen die karge Felsenlandschaft. Beeindruckende Momente. Die sich langsam über dem Horizont erhebende Sonne wird begrüßt von der kleinen Glocke der Gipfelkapelle. Nach und nach eröffnet sich ein atemberaubender Blick über das Sinai-Gebirge, dessen Felsenlandschaft in der Morgendämmerung zu glühen scheint. Auf dem Gipfel des Mosesberges findet man natürlich eine Reminiszenz an das Alte Testament, die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit. Sie soll dort stehen, wo sich Gott in einer Feuerwolke offenbarte und Moses die 2 in Stein gehauenen Gesetzestafeln überreichte. Auch der weniger gläubige Pilger wird von der emotionalen und erhabenen Stimmung auf dem Gipfel erfasst. Der Mosesberg muss ein ganz besonderer Ort für die Christenheit sein. Die Menschen, die den Mosesberg besteigen, sind bunt gemischt. Gläubige aus allen Ländern der Welt, so betagt sie auch sein mögen, haben sich diesen Weg ein Leben lang gewünscht. Viele der älteren Pilger quälen sich vor allem im letzten Drittel des Weges mit letzter Kraft den Berg hoch. Da stellt sich die Frage, ob niemand diese Menschen vor der kolossalen Anstrengung gewarnt hat. Die Beduinen jedenfalls müssen regelmäßig mit ihren Kamelen geschwächte Menschen vom Berg holen. Die Gebirgswelt, die wir nachts beim Aufstieg nicht wahrnehmen konnten, beeindruckt uns jetzt beim Abstieg im besonderen Maße. Immer wieder eröffnen sich neue Ausblicke auf die Felsenlandschaft. Im unteren Teil des Weges werden Kamele angeboten, um hilfebedürftigen Pilgern den Aufstieg zu erleichtern. Das letzte Drittel bis zum Gipfel allerdings führt über steile, unregelmäßige Felsstufen, die jeder mit eigener Kraft bezwingen muss. Respektvoll schauen wir auf den 2285 Meter hohen Mosesberg zurück. Zum Glück haben wir beim nächtlichen Aufstieg nicht gesehen, worauf wir uns einlassen. Was geschah nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten auf dem Sinai? Wo fanden die Ereignisse der Bibel wirklich statt?
Die Bibelforschung versucht ohne absehbares Ende den Spuren des Moses zu folgen.